Okay, wir sind Datenparty und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass Internetportale und wie zum Beispiel Facebook oder Twitter Fake News freizumachen. Und dieses Thema ist sehr, sehr komplex und deshalb haben wir uns in drei Gruppen, wie eben auch schon genannt, aufgeteilt. Das ist einmal die Webseite und auch noch eine App. Und ja, wir haben das so gemacht, dass wir von den Internetseiten holen wir uns Artikel und Bilder und Überschriften und schmeißen die dann erstmal alle auf eine Webseite, von wo sich dann andere das runterziehen können. Und euch erklärt jetzt, wie das funktioniert, Colin. Genau, wir sind das Backend-Team. Wir sind dafür zuständig, dass die Daten bereitstehen. Dafür haben wir eben so ein nettes kleines Programm geschrieben, das uns eben direkt von den Seiten von Spiegel, FAZ, Welt und Zeit und neuerdings auch The Guardian, also ganz international, uns die alle bereitstellt. Und das funktioniert so, dass die eine direkte HTTP-Anfrage an diese Seiten schicken und dann durch den Quellcode der Seite auslesen, was wir brauchen. Also Text, Kategorien, Links und Überschriften. Und das wird dann alles in eine JSON-Datei gewürfelt. Also JSON ist ein bestimmtes Format für Textdarstellung, damit sich dann eben die ganzen Endprodukte wie die Website und die App sich das runterziehen und auch richtig darstellen können. Ja, und dann haben wir jetzt neuerdings auch eine API, also richtig offiziell. Hauptsächlich mit Java, dass eben, wir haben eine Java-Klasse hier und die ist nicht sehr lang, weil es tatsächlich nicht so komplex ist, aber da können sich dann eben andere Leute diese Klasse runterladen und dann verwenden, um eben direkt auf diese JSON-Datei zugreifen zu können und die dann auch für ihre Projekte zu verwenden, sollten sie diese brauchen. Das war's auch von meiner Seite. Ach so, wir gingen eigentlich davon aus, dass ihr das einfach untereinander macht, so staffelstabsmäßig, aber das können wir natürlich auch tun. Dann kommt nämlich jetzt der zweite Teil von Datenparty, die Webseite, die die bereitgestellten Daten verwendet. Ja, also wir sind der zweite Teil von Datenparty, wie gesagt, weil das ein sehr komplexes Thema ist. Ich will einfach kurz damit anfangen, zu sagen, was wir abseits von technischen Problemen hatten. Und zwar ist das schon fast philosophische Probleme. Und zwar, wie sagt man, dass Nachrichten wahr sind? Weil wir wollen ja quasi Fake News aussortieren. Wir wollen wieder Ordnung in das Chaos bringen, was es bei News gibt. Und genau, und jetzt ist halt die Frage, wie sagt man, dass etwas wahr ist, weil es wissenschaftlich belegbar ist, weil die meisten Menschen denken, das ist wahr. Kann man alles wissenschaftlich belegen? Und wie lässt man einen Computer sowas entscheiden? Das sind ja auch öfters jetzt diese hier Problemfragen bei künstlichen Intelligenzen oder Machine Learning oder sowas, dass es schwierig ist, wirklich zu sagen, was wahr ist und dass man halt diese absolute einer Maschine übergeben muss. Ja, das waren im Grunde die ja, nicht technischen Probleme, aber dennoch Probleme. Und jetzt wird das über die Website erzählt. Ja, ist jetzt ein bisschen schade. Wir haben. Ah, doch, da. Nein, nein. Okay, wir hätten eigentlich eine Präsentation. Die filmen wir da gerade ab. Genau. Machen wir weiter. Noch ein weiter. Genau, also das ist so, wie wir uns die Website vorstellen wollen. Wir haben halt auf der Startseite die verschiedenen News, die mit Farben hinterlegt werden, damit man direkt erkennen kann, ja, was ist vermutlich dann Fake und was wahr. Das können wir bis jetzt ja halt noch nicht so bestimmen, aber das wird dann kommen. Und da haben wir dann halt die Aufmacher drauf und mach mal weiter. Dann kann man ja auf die verschiedenen Artikel. Wir wollen da vermuten. Ja, wir wollen dann vermutlich eine Kommentarfunktion an die verschiedenen Artikel einbauen, dass man dann etwas bestimmte Textstellen kommentieren kann. Und dann haben wir bei Themen verschiedene Themen, auf die man dann
drauf kann und halt über diese Themen lesen kann. Jetzt zu der Website, die wir bis jetzt haben. Genau, die Webseite sieht man auch da gerade. Die haben wir mit HTML und PHP programmiert. Unter anderem mit diesem Dropdown-Menü, wofür wir JavaScript benutzt haben. Und damit greifen wir dann auf die Daten vom Java-Backend zu. Und dann werden die da angezeigt, die Artikel. Ich kann kurz ankündigen. Ja, jetzt kommt die letzte Datenpartygruppe, die Android-App. Hallo, das ist Jonathan und ich bin Noah. Wir sind beide 13 Jahre alt und wir haben die App zum Projekt Datenparty programmiert und Jonathan zeigt euch jetzt die App. Ja. Also in dieser App kann man in der weißen Schrift die Überschriften sehen, in der blauen Schrift sieht man die Kategorien und in der blauen Schrift sieht man die Quellen und in der grünen Schrift sieht man die Kategorien. Und wenn man jetzt auf eine Überschrift draufklickt, die einen interessiert, dann erscheint ein Pop-up-Fenster, wo es zwei Knöpfe gibt, schließen oder weiterlesen. Und wenn man auf Weiterlesen drückt, dann wird man auf die Website direkt weitergeleitet, wo der originale Artikel ist. Können wir dann zur Präsentation? Gut. In der Zukunft sollen dann noch hinter den Überschriften Bilder folgen und man kann dann bestimmte Kategorien zu aktuellen Ereignissen auswählen. Ja, außerdem sieht man hier verschiedene Balken in verschiedenen Farben. Grün, Orange und Rot. Grün sagt, dass es vertrauenswürdig ist. Bei Orange weiß man es noch nicht oder man ist sich nicht richtig sicher und Rot ist Fake. Das soll dadurch geschehen, dass diese Artikel mit anderen Artikeln abgeglichen werden. Also umso mehr gleiche Artikel es im Internet gibt, umso vertrauenswürdiger ist es dann auch. So. Cool. Vielen, vielen Dank.